Zusammen mit Paul lernen wir, wann schreibe ich D und wann T am Wortende. Paul besucht heute Oma Schildtrud. Da sie nicht mehr gut sehen kann, hilft er ihr dabei, einen Brief zu schreiben. Sie beginnt zu diktieren. Mein lieber Freund, hoffentlich bist du gesund. Ich bin nun schon sehr alt. Trotzdem besucht mich immer noch der Pirat, der damals mit uns am Strand den Schatz fand. Paul schreibt fleißig mit, doch er hat einige Probleme. Wie schreibt man denn zum Beispiel Freund? Es kann schwierig sein zu entscheiden, ob man ein D oder ein T schreibt, da die beiden Buchstaben am Ende eines Wortes sehr ähnlich klingen. Es gibt aber einen Trick, der dir hilft, die richtige Schreibweise herauszufinden. Du kannst die Wörter verlängern. Wie funktioniert das bei Freund, also einem Nomen? Nomen verlängerst du, indem du die Mehrzahl bildest. Ein Freund, viele Freunde. In der Mehrzahl Freunde kannst du das D gut heraushören und weißt dadurch, dass Freund auch in der Einzahl mit D geschrieben wird. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.